Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine lebhafte Debatte heute. Wir würden uns natürlich ein bisschen Sachlichkeit wünschen, Herr Mutlow, das wäre schon fein. Ich hoffe, die Frau Meiritz von Spiegel Online schaut mal zu. Die hat neulich kritisiert, die Debatten werden nicht mehr lebhaft, die Geschäftsordnung ist so schwierig. Ich muss sagen, das ist heute alles andere als langweilig, das macht Spaß. Und unsere Ministerin hat am Anfang von einem Gesamtpaket gesprochen. Die Grünen sprechen von Jungteamklausel, von Erpressung. Meine Damen und Herren, das ist ein Festtag für die Bundesländer. Das ist eine Festtagswoche für die Bundesländer. Gestern eine Milliardenentlastung beim BAföG. Und heute schaffen wir die rechtlichen Grundlagen, damit der Bund dauerhaft und nicht nur temporär sich an Hochschulen beteiligen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Ostern und Weihnachten zusammen. Ja, da kann man überhaupt nicht von Erpressung sprechen. Das ist ein ganz schlechter politischer Stil, den Sie hier machen. Und wenn ich aber nach links auf die Bundesratsbank blicke, bin ich bitter enttäuscht. Ich möchte unseren Bundesländern eine zweite Chance geben bei der zweiten und dritten Lesung. Aber ein Wort des Dankes ist bei so viel Engagement des Bundes für unsere Bildungsrepublik Deutschland mehr als angebracht. Herr Kollege Tankred, lassen Sie, Entschuldigung, Herr Kollege Tankred, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Grossmann zu. Eine Zwischenfrage, aber gerne. Herr Kollege Schipanski, in die Frage möchte ich es so einkleiden. Haben Sie Verständnis dafür, dass eine Kultusministerkonferenz so langfristig zu planen ist, dass Sie mit den manchmal kurzfristigeren Terminen des Bundestages sich nicht so zusammenfinden kann? Und wir haben aktuell Kultusministerkonferenz für die CDU, wie für die SPD, für andere Minister. Und wir sollten deshalb die Erwartung, den Wunsch ausdrücken, dann, wenn wirklich Weihnachten kommt und wir das verabschieden, das dann auch mit der Begleitung durch die Bundesratsbank machen zu können. Lieber Kollege Rossmann, Sie haben es schon vereinzelt gehört, wir haben ja nicht nur die Kultusminister in der Landesregierung, wir haben Bevollmächtigte beim Bund, die hier regelmäßig teilnehmen, wenn wir auch über innere Sicherheit und Ähnliches sprechen. Also von daher, ich hätte es als angemessen empfunden und habe gesagt, zweite und dritte Lesung wird es sicherlich noch die Möglichkeit geben, das hier entsprechend von Bundesratsseite zu würdigen. Meine Damen und Herren, ein klares Bekenntnis von Politik und Wissenschaft. Die Hochschulen sind das Herzstück unseres Wissenschaftssystems. Und dieses Herzstück lag bis dato in der alleinigen Verantwortung der Bundesländer. Diese nehmen aus gesamtstaatlicher Sicht ihre Verantwortung nicht vollumfänglich wahr. Und daher hilft der Bund seit vielen Jahren mit ganz besonderen Konstruktionen. Die Pakte wurden angesprochen, die seit 2006 durch die damalige Grundgesetzänderung ermöglicht wurden. Aber auch diese haben ihre rechtlichen Grenzen erreicht. Und wir wollen eine Auseinanderentwicklung, und das wurde mehrfach angesprochen, von der außeruniversitären Forschung und den Hochschulen aufhalten. Daher heute dieser Gesetzentwurf zur Verfassungsänderung, ein historischer Gesetzentwurf, über den wir seit 2010 diskutieren, den wir 2011 faktisch auf den Bundesparteitag der CDU auch ein Stückchen vorangetragen haben. Ein Gesetzentwurf, den alle Wissenschaftsorganisationen seit langem gefordert haben und ein Gesetzentwurf, der einen breiten gesellschaftlichen Konsens aufgreift. Und es hat ein bisschen lange gedauert, da hat der Herr Gehring durchaus recht. Man kann aber auch ohne Goethe sagen, gut Ding will Weile haben. Und wir haben nun einen Formulierungsvorschlag gefunden, den auch der Bundesrat zufriedenstellt. Und erinnern wir uns an die letzte Legislatur, da haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der wurde im Bundesrat aufgehalten, blockiert. Wir brauchen für eine Verfassungsänderung 2/3 bei Bundesrat und Bundestag. Von daher freue ich mich, dass jetzt der Bundesrat hier zustimmt. Es wurde Karlsruhe angesprochen, das KIT. Wir haben da Erfahrungen jetzt gesammelt, wie Kooperation zwischen Unis und außeruniversitären Einrichtungen laufen kann. Ich finde es sehr spannend, was Fraunhofer gegenwärtig vorschlägt, diese regionale Leistungszentren, wo sich außen um die Universitäten herum ein Konzept entwickelt, wo zusammengearbeitet wird. Ich denke, das ist ein interessanter Vorschlag mit Blick auf 91b. Für uns ist wichtig, dass Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen da auf Augenhöhe verhandeln. Und dieser Grundgesetzentwurf macht es erstmals möglich, dass sich der Bund institutionell engagiert. Und da ist für uns klar,
dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern genau so, wie es im Gesetzentwurf drinne steht, an gewissen Kriterien das Ganze festmachen. Überregionale Bedeutung wurde angesprochen. Es geht um eine Ausstrahlungskraft. Das muss nicht international sein, das kann auch national sein. Wir wollen, und das steht auch in der Gesetzesbegründung drin, mit dieser Verfassungsänderung Exzellenz in Breite und in Spitze verbessern. So ist es, Breite und Spitze. Und die vorgeschlagene Verfassungsänderung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine Hälfte, wie es von den Grünen formuliert ist. Es wird auch nicht ein kleiner Finger von einer Hand. Es ist die ganze Hand, die wir den Bundesländern hier entgegenstrecken und unsere Kooperationskultur zu vertiefen. Wir modernisieren den Föderalismus, der in sich selbst bereits ein Kooperationsgebot enthält. Von daher ist die oft verwendete Vokabel Kooperationsverbot hier falsch. Denn, wenn man hier diesen Populismus aus dem Schulbereich in dieser Debatte hört, jedes Bundesland hat bereits jetzt die Möglichkeit, einheitliche Schulbücher zu machen, einheitliche Lehrpläne einzuführen. Jedes Bundesland hat die Möglichkeit, Sozialpädagogen einzustellen, digitale Bildungsangebote zu etablieren, Ganztagsschulen zu machen, Horte zu machen, Inklusion zu betreiben. Dafür bedarf es keiner Grundgesetzänderung. Leider machen das die Bundesländer nicht, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Und die Länder haben darüber hinaus die Möglichkeit, über ihre Landesgrenzen hinweg sich zu verständigen, welche Standards, welche Prüfungen, welche Bücher in Gesamtdeutschland gelten sollen. Dazu bedarf es auch keiner Grundgesetzänderung. Ich verweise einmal auf die Homepage der Kultusministerkonferenz, die ja gerade tagt, knapp 150 Vereinbarungen mit Blick auf gemeinsame Bildungsstandards, mit Blick auf Aufgabenpools, Zentralprüfungen, Anerkennung von Abschlüssen. Das sind 150 Vereinbarungen für mehr Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit im deutschen Schulwesen. Und ich appelliere, diese Vereinbarungen nunmehr in einen verbindlichen Staatsvertrag zwischen den Ländern aufzunehmen. Somit hätten wir mehr Transparenz, mehr Verbindlichkeit. Und wir können diesen Eindruck, dieses Wirrwarrs, der hier entsteht, ein ganzes Stück entgegentreten. Klar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Defizite in einem Verfahren der Zusammenarbeit der Bundesländer untereinander kann nicht mit einer Verfassungsänderung gelöst werden. Das muss unser Koalitionspartner anerkennen. Und, liebe Frau Kohlke, das hat auch nichts mit Ideologie zu tun. Eine Grundgesetzänderung im Bereich der Schule wird nicht dazu führen, dass es plötzlich iPads in den Schulen regnet oder Schulen renoviert werden. Wir haben eine klare, ausgewogene, funktionale Aufgabenverteilung in unserem Bundesstaat, damit verbunden eine föderale Finanzbeziehung. Und wir haben dafür, lieber Herr Rospel, auch einen Länderfinanzausgleich, der eben genau diese Chancengleichheit in diesen einzelnen Bundesländern auskommen soll. Und die Bundesländer müssen lernen, der Bund ist keine melkende Kuh, wenn man eine falsche Schwerpunktsetzung in den Landeshaushalten auferlegt. Meine Damen und Herren, uns liegt, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, aber wir haben ja die Zwischenfrage gehabt, ohne dass die Uhr gestoppt wurde. Ich komme zum Ende. Dem Bund liegt das Gesamtwohl sehr am Herzen. Daher freuen wir uns auf diese Beratungen. Wir geben den Hochschulen mehr Planungssicherheit. Es geht um Innovationskraft, es geht um Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems. Von daher stimmen Sie, liebe Damen und Herren der Opposition, diesem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Oliver Kaczmarek das Wort.